Was geht ab, meine Schnüffler da draußen? Willkommen zu einer neuen Runde Genshin Impact. Dann wollen wir doch mal wieder in die Hauptquest starten. Und ja, Wanderer Fritz halt die Schnauze, gerade wenn ich das Intro mache. Und ich war vorhin noch ein bisschen farmen, so ein bisschen mehr Spieler. Hab mir ein paar Set-Bonis zusammengeholt schon. Artefakte alle auf 20. Oder? Jupp. Alle auf 20. Jetzt heißt es, nur noch die richtigen Artefakte erstmal farmen. Wenn wir die haben. Okay, was war gerade mit der Grafik los? Und wenn wir die haben, können wir den Stufenaufstieg machen. So, aber weiter geht's. Bin mal gespannt, wie sehr die uns voll labern, das jetzt. Lynette, leider nicht. Leider ist sie böse geworden, unsere Schwester. Ja, jetzt geht's schon wieder los. Oder was? Ja, ey, habt das bald mal wieder. Könnte mich schon wieder aufregen darüber. Nein, nein, ich habe keine Fragen. Aber man muss ja alles durchklicken, sonst kommt man ja nicht weg da. Und warum letzte Woche kein Video kam, ist es halt was sehr Trauriges passiert. Wir mussten halt von Sonntag auf Montag den Kater einschläfern lassen und dementsprechend gab es auch kein Video, weil nein, das ging einfach nicht. So. Novilet, komm schon. Oh, Novilet, bitte. Ach, einer noch zum Glück. Vor allem, ich habe letztens bei TikTok einen lustigen Kommentar bekommen, weil ich ja meine Zehnerpuls, generell das Spiel, die Untertitel auf Deutsch habe. Wollte mich jemand so hart fertig machen dafür, dass ich das Spiel auf Deutsch habe? Obwohl derjenige nicht mal so weit denkt, dass das Hauptspiel auf Englisch ist und nur deutsche Untertitel sind. Aber egal, der wurde bei TikTok gemeldet, gebannt und Phil und Tschüss, sage ich dazu nur, weil ich sag dazu erstmal nachdenken, bevor man irgendeine Scheiße schreibt. Weil die Sprachausgabe ist doch trotzdem noch Englisch, es sind nur die Untertitel, die auf Deutsch sind. Was für Probleme Leute damit haben, verstehe ich gerade irgendwie nicht. Soll doch jeder spielen, wie er will.
Und deutsche Untertitel sind. Ich habe keine Fragen mehr, danke. Aber das ist das bei der Menschheit da draußen. Die versuchen einem ihre Meinung aufzuzwingen und checken nicht mal, was für eine Scheiße die da von sich lassen. Ja. Aber es kommt demnächst immer ein FAQ-Video dazu und bei die ganze Scheiße so im Hintergrund. Die Kommentare, die gelöscht werden und nicht beantwortet werden und so. Kapitel 4, zweiter Akt abgeschlossen. Sehr schön. 30 Urgestein nur. So, wie viel haben wir schon? Ja, habe ich heute gut wieder was zusammengefarmt. Sehr schön. Ja, ich muss mal wieder ein bisschen mehr farmen, weil ich brauche bald ein paar Zehnerpuls wieder, die ich überall hochladen kann. Oben ist mal. Oh, hier oben. Wann dürfen wir mal wieder kämpfen in der Hauptquest? Das ist doch langweilig. Ständig nur in den Nebenquests ein bisschen kämpfen dürfen. Ich nehme die Abkürzung. Boah, was ist gerade mit dem Spiel hier los? Ja, bis der neue PC da ist, das dauert noch ein bisschen, weil momentan mit Sparen ist nicht viel, weil eine Lohnpfändung drin, dann noch Rechnungen bezahlen. Ja, wir müssen noch auskommen mit dem, was war. Können wir uns noch einordnen? Ja. Eigentlich ist die Legende um Paimon eigentlich ein rachsüchtiger Dämon, der sich hier als Beschützer entpuppt. Aber diese Paimon darstellen ist schon cool. Isadora. Eine Prüferin ist Isadora. Ah, die ist so und so schon über den Weg gelaufen, Paimon. Kapitel 4, dritter Akt. Sehr schön. Ach ja, und wir haben 18.000 Lebenspunkte. So beim 3.000 mehr, die wir erreicht haben. Oh nee, nicht schon wieder mit Novilat sprechen. Warum? Muss doch nicht sein. Ich mag den nicht. Der labert zu viel. Und man schluckt ihn bei Trinken. Weiter geht's. Alter, schon fast 10 Minuten wieder vorbei.
Oh, wo ist der Spinner jetzt? Oh, nochmal Nebenquests hier. Sollen wir demnächst mal eine Folge machen mit nur Nebenquests? Oder soll ich die einfach so nebenbei weiter bearbeiten, wenn ich mal Bock habe zu zocken? Falls noch jemand da ist. Wenn jemand da ist, einfach mal in die Kommentare schreiben. Hier bin ich. Damit ich weiß, wie die Videolänge einfach mal bei euch ankommt. Aber dass auch nicht alle Quests vertont sind, ist komisch. Oh ja, Leute. Es ist eine scheiß verfickte Nebenquest, also. Und ja, mir ist das scheißegal, was für Worte ich hier sage. Der Kanal ist ab 18, also könnt ihr mich kreuzweise am Arsch lecken. So, jetzt habt das. Ja, hallo. Danke. Und weiter geht das Zugetexte von ihm. Furina, ich mag dich nicht. Genau, ich nenne den Part Novilette die Labertasche. Jo. Ist passender Titel für die Folge hier heute. Jo, was geht denn jetzt hier schief? Alter, die ganze Zeit nur wieder vollgelabert. Wenn deswegen hasse ich die Hauptquests mittlerweile, aber wenn wir die nicht machen, kommen wir nicht weiter. Sich immer hin und her portet, einfach mal so. Och Leute, habt das jetzt mal. Danke. Nee, weiter geht's. Alessina? Oder wie man es auch ausspricht? Oha. Die Bedienstete, die vierte unter den 11 der Fatui. Oh, hoher Besuch.
Mensch. Halbe Part schon vorbei und nur voll gelabert bisher. Oh nee. Ernsthaft. Als ob die Geschichte einfach nur noch hingezogen werden soll, dass einfach nichts mehr Sinnvolles kommen wird. So habe ich dem Anschein, dass HoYoVerse einfach meint, nö, wir klatschen einfach im was nur noch hin. Lohnt sich ja eh nicht mehr weiterzumachen. Ja, was soll das denn? Man wird hier nur noch stundenlang vollgelabert. Vor allem so ausschweifen, dass es einfach unnötig ist, aber HoYoVerse ist das ja scheißegal, dass sie damit Spieler vertreiben. Ich habe schon viele Kommentare bekommen, dass sie einfach das Spiel abgebrochen haben, weil es denen einfach scheiße weil es denen einfach gegen den Bäh. Ja, ich reg mich gerade zu sehr auf. Ey, ist ja auch so. Was soll das nur noch? Kein Progress, nichts. Man wird nur voll gelabert. Und das Schlimme ist, es wird ja nicht besser, sondern von Update zu Update nur noch schlimmer, wie man ja sieht. Zwei Drittel des Parts vorbei und immer noch im Volllabermodus. Das ist denn jetzt mal gut hier. Deswegen habe ich auch kaum noch Bock, die Hauptmission weiterzumachen, weil man sieht's hier. Jeder Part wird man von vorn bis hinten nur noch vollgelabert. Es wird einfach nichts mehr gemacht. Endlich! Geh zum Café. Na, was sagt unser Reisekodex? Die Geohypostase müssen wir auch noch machen, bevor wir den Stufenaufstieg machen.
Sehr schön. Wie viel bräuchten wir denn für den nächsten 10er Pull noch? Ah, noch 1000. Ja, okay. Warte mal, Händler. Ja, ist mir gerade egal, dass ich jetzt so nachgucke. Oh, da fehlt auch einer. Ich würde so gern wieder streamen. Oh, 22 Minuten. Ich glaube, wir gehen eben noch zum Café. Und dann war es das für heute wieder. Leider. Ja, ich mag diesen Aufzug nicht. Ich komme mit denen echt nicht klar. Vertue ein Organ. Oh, la, 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 la. Ja. Ein Organ. Eine Organisation. So, da. Oh, ich hab's heute auch wieder. Hallo? Ne? Oh, schade. Kiste sah zu verdächtig aus, dass es da was gibt. Voll auf den Schädel gesprungen. So, ihr Lieben. Dann sag ich mal, wenn es euch gefallen hat, dann schaut gerne beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es heißt, weiter voll labern in Genshin Impact. Da haben wir eine Errungenschaft. Ja, oh, die holen wir uns auch noch eben ab. Wunder der Welt. Ja, zur Besitzer muss ich auch noch fertig kriegen. Ah, ich habe hier noch einiges an Errungenschaften fertig zu machen. Wait, what? Die ist komplett fertig. Geil. Ja, okay, dann sei mal. Wenn es euch gefallen hat, schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Und nicht vergessen, liken, teilen, kommentieren, abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Also, tschüss.